von Moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle heute für den YouTube-Kanal der Modbox einen Anhänger-Pack vor. Und zwar ein Anhänger-Pack mit Ballen-Autoload. Der Modder selbst hieß Pano, schreibt in seiner eigenen Mod-Beschreibung, dass dieser Mod für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also obwohl er einen Autoload hat, schreibt er selber, dass er auf alle Plattformen verfügbar ist. Also bitte liebe Konsolenspiel, testet es mal aus. Ich kann es dir nicht versprechen. Was ich auch ganz gerne mal sagen möchte, ist, wir haben oft, gelegentlich in den Kommentaren, dass dann plötzlich geschrieben wird, der ist ja gar nicht für die Konsole verfügbar, obwohl ihr das sagt oder auch es in den Thumbnails quasi beschreibt. Wir können euch nur eins sagen, wir nehmen die Mods auch wie ihr aus dem Internet. Da ist eine Mod-Beschreibung von dem Modder dabei. Und wenn der das da reinschaut, dann müssen wir uns darauf verlassen. Wir haben leider nicht die Zeit und auch nicht das Equipment, dass wir jetzt jeden Mod auf jeder Plattform testen können. Wir verlassen uns da auch selbst schon so ein bisschen auf die Mod-Beschreibungen. Und wenn es aber nicht so der Fall ist, dann wäre es schön, es nicht gerne als Kommentar runterschreiben, damit alle anderen Bescheid wissen. Finde ich absolut in Ordnung. Aber wenn ich so Kommentare liest, schon wieder eine total versaute Mod-Vorstellung, ist gar nicht auf der Konsole verfügbar, finde ich das uns gegenüber halt nicht gerechtfertigt. Ne? Also es wäre schön, da ein bisschen Kontenance zu gewahren. Ruhig hinschreiben, dass es nicht für die Konsole verfügbar ist, obwohl wir es vielleicht gesagt haben, damit alle anderen Bescheid wissen. Immer gerne. Ne, auch alle anderen weiteren Kritiken, die vernünftig geschrieben sind, immer gerne. Wir wollen ja auch wachsen und besser werden. Aber solche Sachen, da können wir leider auch nichts für, da verlassen wir uns halt einfach ganz klar auf die Mod-Beschreibung der Modder und nicht auf eigene Tests, weil das können wir leider nicht. Aber jetzt mal zurück zum Mod. Dieses Mod-Paket nennt sich Little Platform Up Anhänger und hat wie gesagt so einen kleinen Autoload mit bei, zumindest für Ballen. Ihr seht, es gibt in den vier verschiedenen Variationen. Einmal als Zweiachser, als Dreiachser Drehschemel, als Vierachser und sogar als Fünfachser. Im Shop finden wir das Ganze unter Ballentransporter. Ganz hinten habt ihr die jeweiligen Anhänger und wir picken uns mal einfach einen raus, weil die Konfigurationsmöglichkeiten sind immer die gleichen. Natürlich Reifen, da gibt es viele verschiedene, da könnt ihr noch wählen zwischen Breitreifen und Standard. Dann gibt es Design, gibt es den ersten Aufbau mit der Rückbahn quasi, dann gibt es den zweiten mit zwei geraden Rückbänden vorne und hinten. Vorne eine angeschrägte, zwei angeschrägte oder halt, ne, je nachdem wie ihr es halt haben möchtet. Dann gibt es hier diese automatische Ballenladung. Das Entladen geht nicht automatisch. Also ihr könnt es nur auf den Trailer abladen. Das heißt, ihr könnt zum Welt hinfahren, euch die Ballen aufladen. Ich zeige es euch gleich noch natürlich. Aber abladen tut ihr nur auf dem Trailer und die müsst ihr natürlich selber mit dem Frontlader, mit einer Ballengabel oder was auch immer selber abladen. Ne? Also er lädt nicht so ab wie bei manchen Autoloads, wo ich eine Fläche anzeige, hier bitte abladen, das macht er bei diesem hier nicht. Zeige ich euch aber gleich. Könnt ihr einmal ausstellen. Es kann natürlich sein, dass bei der Konsole jetzt aus ist, dass man das nicht auswählen kann. Also wie gesagt, ich kann mich nur auf dem verlassen, was da in der Mod-Beschreibung steht. Ihr seht, wenn er kein Autoload hat, hat er diese Seitengitter, hat der Autoload, ist das Gitter weg. Ja, Kupplung gibt es einmal diese niedrig mit Kuppel, den Kugelkopf, genau, oder halt die normale Stiftkupplung, so wie es jetzt hier ist. Farben, in den standardtypischen Farben könnt ihr das Ganze hier designen, wie ihr es möchtet. Designfarbe ist, glaube ich, warte mal eben, wenn wir jetzt hier. Moment, Designfarbe. Ach, hier hinten, der, wo es Nummernstange gebracht ist, ne? Stoßstange hinten. Die ist Designfarbe. Und halt Felgen kennt ihr plus Nummernschild. Brauche ich euch nichts weiteres erklären. Und die Konfigurationen sind überall gleich. Da gibt es halt keine Unterschiede, ne? Ja, in-game. Texturtechnisch ist es in Ordnung, es ist nicht der Oberkracher, aber halt auch nicht schlecht oder so. Das, was man lesen soll, ist lesbar, das Laserzeichen, das Kennzeichen. Und ihr seht halt, die ersten drei sind ohne Autoload und den letzten habe ich mit Autoload mal konfiguriert. Und hier vorne haben wir halt die Ballen, da fahren wir mal in der Zeit das Ganze mal. So, hängen wir gleich mal an den schönen Faktor ran an New Holland. So, und ihr seht jetzt hinten habt ihr. Reset heißt quasi, ich hatte es mal getestet, genau. Wenn ihr jetzt so stehen lassen, ist es Transportmodus. Das heißt, es dürfte rein theoretisch ist gar nichts passieren. Jetzt fahren wir an die Ballen ran und eigentlich dürfte er sich nicht aufladen. So, ihr seht, es passiert immer gar nichts. So, und jetzt können wir ihm sagen, er soll bitte die Arbeitsstellung einnehmen. Und dann seht ihr, wenn ihr an die Ballen ranfahrt, er nimmt sie automatisch auf. Und ihr könnt sie quasi dann vom Feld wegtransportieren, wo auch immer ihr wollt. So, jetzt könnt ihr sagen, in die Transportstellung gehen. Und in der Transportstellung seht ihr, die sind nicht da, die Ballen. Das heißt, ihr könnt die nicht laden, also nicht packen, weil die jetzt quasi im Autoload sind. Seht ihr?
Wenn ich packe, dann packe ich den ganzen Hänger und nicht nur die Ballen. So, um die wieder loszuwerden, könnt ihr mit der Taste Z Ballen entladen. So, jetzt habt ihr hier an dieser Stelle entladen. So, und jetzt sind sie entladen. Jetzt liegen sie normalerweise frei auf und ihr seht, ne, jetzt kann ich mit, mit dem Ballenspieß aufpicken und quasi, genau, mit dem Ballenspieß aufpicken und dann wieder, na, wie heißt es? Dann halt dahin verladen, wo ihr hin wollt. Und ihr könnt dann auch resetten, wenn ihr Z drückt, dann ist es resettet. Jetzt dürften sie nicht greifbar sein. Ah, doch. Hier steht, ihr müsst wieder in den Arbeitsmodus gehen. Ne, wenn ihr in den Arbeitsmodus dann geht, dann wird alles funktionieren. Arbeitsstellung B. Seht ihr, jetzt aber neu sortiert, jetzt sind sie wieder im Outload-Bau. Ja. Der Mod ist soweit logfehlerfrei, was ich so sehe. Wie gesagt, laut Modder, ne, Hispano auch für die Konsole, müsst ihr mal testen, ob es bei euch auch ist. Und es wäre schön, wenn ihr in die Kommentare reinschreiben würdet, ob da dieses Auto auch verbaut. Weil normalerweise ist es ein Skript. Und Skripte, ihr kennt ja selber, für Konsolen eigentlich No-Go. Ja, müsst ihr mal schauen. Also haltet uns am Laufenden, würde mich wirklich interessieren. Aber mehr kann ich euch diesen Mod gar nicht sagen. Außer wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet. Und ob alles so funktioniert, wie ihr das vorstellt. Und dann würde ich mich über jeden Kommentar freuen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modworks. Ciao.